Rund 15 Nachwuchssportler aus allen Disziplinen des Deutschen Skiverbandes kamen Mitte Juni bei der Premiere des FISMAN Junior Camp zusammen. Auf dem Programm des gemeinsamen Wochenendes im Oberallgäu Abwechslung vom Alltag im Sommertraining und jede Menge Action bei Ausflügen zu verschiedenen Zielen in der Region. Mit der Reise waren die jungen Athleten einer Einladung ihres Sponsors FISMAN gefolgt, der sich mit dem Aktivwochenende an bekannten Vorbild orientierte. Oh je, die Idee war einfach mal Danke zu sagen. Und die Idee ist vor einem Dreivierteljahr geboren und das war einfach so an Anlehnung ein Club der Besten. Ich glaube, das ist ein Begriff, das kennt jeder. Und wir hatten einfach gedacht, die Athleten des Junior-Camps sind, des Junior-Teams sind wahnsinnig erfolgreich, speziell in dieser Saison gewesen, aber auch schon in den Jahren hinvor. Junioren-Weltmeistertitel, Einsätze im Weltcup, sogar Podiumsplätze im Weltcup. Und wir hatten gedacht, es wird einfach mal Zeit, die Beziehung, weil das ein ganz wichtiger Baustein unseres Engagements ist, die Beziehung zu den Athleten herzustellen, beim Junior-Team oder beim C-Kader zu intensivieren und wie gesagt einfach mal Danke zu sagen. Besonderes Camp-Highlight für die Jugendlichen, Sven Fischer, der sich auch unter die Teilnehmer gemischt hatte. Der mehrfache Biathlon-Weltmeister und Olympiasieger stand den jungen Athleten mit Tipps für die Profikarriere zur Seite. Gelegenheit zum Plausch mit den Profis bot sich an diesem Wochenende genug, wenn auch nicht in jede Situation. Denn gleich zur Begrüßung hatten sich die Campveranstalter eine Rafting-Tour auf der quirligen Iller ausgedacht. Auch wenn die sich an diesem Tag nicht von ihrer temperamentvollsten Seite präsentierte, alle waren froh, als sie einige Kilometer flussaufwärts wieder mit trockenen Füßen an Land gingen. Am Inselsee bei Sonthofen warteten bereits die nächsten Highlights. Wakeboarden und Wasserski. Und das alles im gechillten Rahmen. Beim Barbecue. In Neoprenanzug und Schwimmweste ging es für die meisten Sportler zum ersten Mal auf die Wassersportgeräte. Am Ende drehte jeder seine Runden mehr oder weniger sicher über den Inselsee. Eine extra Runde machte auch die Iseler Bergbahn am späten Nachmittag, die das FISMAN-Team von Oberjoch aus bis zur Wolkenobergrenze beförderte. Von der Bergstation ging es zu Fuß zunächst weiter bis auf den Gipfel des Iseler, der sich ideal als Kulisse für Schnappschüsse anbot. Dann bei atemberaubendem Bergpanorama weiter über traumhafte Wanderwege durch die Allgäuer Gebirgslandschaft. Ziel der gemeinsamen Bergwanderung war die Zipfelsalpe, auf der zum Ende des ersten Camptages eine Brotzeit auf die Junior-Teammitglieder wartete. Seit 20 Jahren engagiert sich die Firma FISMAN als Sponsor im Wintersport. Ganz so lange unterstützt der hessische Heiztechnikhersteller zusätzlich die Nachwuchsarbeit des Deutschen Skiverbandes. Das FISMAN Junior Team, also das Sponsoring des kompletten C-Kaders des DSV, gibt es seit 2007. Und das war halt das Ergebnis der Überlegung, dass wir mit dem Deutschen Skiverband eine Kooperation eingegangen sind, wo wir gesagt haben, wir unterstützen den C-Kader des DSV sportartenübergreifend. Die Jungs und Mädels tragen unsere Werbung und die Gelder werden aber auch gezielt, die wir dafür zahlen, für die Nachwuchsarbeit, für Lehrgänge und so weiter vom DSV entsprechend investiert. Lob für das Sponsoring-Gesamtkonzept aus dem Hause FISMAN und die Verlässlichkeit des starken Partners gibt es zu später Stunde dann auch von höchster Stelle. Ich weiß um die wichtige Unterstützung gerade im Jugend- und Juniorenbereich. Und es war auch für mich eine harte Zeit. Ich stand auch schon auf der Kippe, höre ich auf in der Jugend, höre ich nicht auf. Und ich denke, dass es wichtig ist, auch Mut zu machen, auch wenn mal Schwierigkeiten sind. Und viele Jugendliche oder auch junge Athleten, die mal verletzungsbedingt Probleme hatten oder auch wissen, okay, die Leistung kommt jetzt nicht so, wie geht's weiter. Einfach die Geduld haben und die Ausdauer haben und das ist eben wichtig. Dann nähert sich der erste von drei Tagen der Alpengaudi dem Ende zu. Nicht einmal ohne uns von einem der Camp-Mitinitiatoren beantworten zu lassen, warum es das FISMAN Junior Camp im nächsten Jahr wiedergeben muss. Weil man merkt es an den Jugendlichen, an ihren Augen zum Beispiel, dass einfach die glänzen, die sind begeistert, die sind da voll dabei und es macht uns richtig Spaß und ich bin jetzt nur an dem heutigen Tag jetzt mit dabei auf der Bergtour und jetzt am Abend, aber die sind restlos begeistert von der Idee und ich hoffe wirklich, dass es weitergeführt wird und dass dann nächstes Jahr alle mit dabei sind.